Hier geht's also auch nach unten. Warum denn das? Ist hier irgendwas oder ist das? Ach so. Aha. Uiha. Aber manchmal bin ich echt überrascht von mir selber, ne? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass ich sowas hier gemacht habe. Vor allen Dingen so ganz in der Nähe von meinem Dorf hier. Ist ja nur weiß Gott nicht weit. Ne? So, wo bin ich denn jetzt hier eingetreten? Bin ich hier runtergekommen und jetzt finde ich verschreckt gleich den Weg nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Ist ja auch geil. Na, sage mal, hier. Mensch. Mit meiner eigenen Konstruktion hier noch verirren. Keine Ahnung, wann ich das gebaut habe. Wirklich nicht. Dunkel, ganz, ganz dunkel. Irgendwo ist die Erinnerung da, dass ich hier mal gewesen bin und sowas gemacht habe, aber pff, frag mich nicht wann. Na gut. Auf jeden Fall ist hier irgendwo unser Spawnpunkt gewesen da hinten. Und jetzt laufen wir mal wieder zurück. Fast so wie wir in der ersten Folge gelaufen sind, wo das hier alles noch unbebaut war. Jetzt ist es inzwischen hier das Dorf der Türme. Kirchturm, Aussichtsturm und Leuchtturm. Bald dahinter das große Schiff dann noch, was alles überragen wird. Ja. Und da haben wir doch eine schöne Tour gemacht, sind auf Level 31 hochgestiegen. Und das alles nur so, weil wir gesagt haben, nebenbei machen wir das mal wieder. Hundis! Der sitzt schon wieder verkehrt rum. Sag mal. Was ist mit dir los, hä? Hallo? Ja, nur aber. Ne? So, und jetzt können wir erstmal aufräumen gehen. Das heißt, Kohle. Jede Menge Kohle. Haben wir mitgebracht. Da ist die Kiste ja schon wieder fast halb voll. Ja, meine Herren. Stopp. Bisschen Kohle nehmen wir uns mit, damit wir dann noch ein bisschen Eisen schmelzen können. Fleisch haben wir dabei. Das kommt mal mit hier rein. Leder kommt da hinten mit rein. Hier oben kommen die Blümchen mit dazu. So. So. Nichts durcheinander bringen. Hier sind rote Beetesamen. Die kommen mal mit in die rote Beetetruhe irgendwann. Melonenkerne, Kürbiskerne, Pilze. Siehst du mal. Setzlinge. Haben wir ein paar neue mitgebracht hier, nämlich von Fichten. Die könnten wir dann fast noch irgendwo mit einpflanzen. Jetzt schmeiße ich erstmal ganz kurz das Eisen hier rein. Da kann man schnell schmelzen. Holz hatten wir auch dabei, und zwar Fichtenholz. Warte mal. Fichtenholzbretter. Hier habe ich die doch schon mal gehabt. So, Kies haben wir ein bisschen mitgebracht. Sand haben wir ein bisschen mitgebracht. Und Cobblestone haben wir ein bisschen mitgebracht. Zu viel ist es eigentlich gar nicht. Wie gesagt, die Wolle war entscheidend. So, die Schaufeln können wir zunächst mal wieder aufräumen. Die wir nicht mehr brauchen, die ist ja fast kaputt hier. Ja, die lassen wir mal drin. Die Äxte räumen wir mit auf. So, das Leder schaffen wir rüber. Das lassen wir mal hier drin. Die rote Beete, die Fackeln, die machen wir wieder raus aus dem Secondhand. Die kommt aber hier rein. Oh, in der Zwischenzeit müsste mein Eisen fertig sein. Sechsmal. Immerhin. So, und die Kohle wieder rein. Zack. Und dann schnappen wir uns hier eine Schere. Und gehen nochmal in die Schafe rein. Und dann basteln wir ein bisschen was am Schiffchen weiter. Beziehungsweise, ja. So, ihr Guten, ihr seid ja wieder prächtig gewachsen hier. Das ist doch schön. Ich war gerade bei euren Freunden, den Wildschafen. Ich soll euch ganz liebe Grüße ausrichten. Von den alten Kloppern da drüben. Ja, die habe ich auch mal ein bisschen geschoren. Du gehst gleich wieder hier rüber. Das wird sein. Du weißt, was das bedeutet.
Aber wenn du möchtest, bitte. Kein Problem. Wird langsam unübersichtlich. Aber wir brauchen ja ganz viel Wolle, von daher ist das gar nicht so schlecht. Wie gesagt, das, was jetzt da drüben bei den Schweinen mit reingehoppelt ist, naja, ich sag's mal so, wird leider sterben müssen. Gute Nacht. So, dann räumen wir mal ein paar Sachen hier weg. Wir hatten ja Leder mitgebracht. Das kommt natürlich jetzt bei Kühen rein. Die könnten wir mal bald wieder miteinander schnackeln lassen, hier die Tierchen. Das heißt, wir holen uns mal ein bisschen Weizen hier weg. So, Weizenkörner haben wir ja auch noch genug. Mal gleich wieder anpflanzen, da können wir mal 6 Kühe miteinander hier. Dass wir eben mal wieder an so Sachen kommen, wie Leder. Und zack. So, ihr beide noch miteinander, mehr haben wir gar nicht, siehst du mal. Gibt aber auch wieder XP-chen. Ein kleines bisschen zumindest. So. Und dann können wir nämlich da mal wieder ein bisschen rekultivieren und demnächst mal wieder schlachten gehen. So. Die Schafe. Lassen wir mal ganz kurz in Ruhe. Schaffen wir mal schnell das Zeug, diese ganzen Samen und so, in das hintere Lagerhaus. Ist auch alles schön gewachsen, das gefällt mir gut. So, Weizen haben wir jetzt ein bisschen noch über. Und die Weizenkörner hatten wir nämlich hier reingemacht. Und rote Beete haben wir nämlich hier und die Samen unten mit dazu geschossen. Wobei ich sagen würde, wir machen mal eine Kiste nur mit den rote Beete Samen und eine Kiste nur mit der roten Beete. Und das ist dann nämlich genauso wie hier drüben mit dem Weizen. Die Kartoffeln, die sehen wir ja aus den Kartoffeln selbst und die Möhren genauso. Gut, jetzt haben wir einiges an Wolle. Das Fleisch schaffen wir dann wieder ins Lager und einmal stürmen wir jetzt noch durch das Gehege durch mit der Schere. Schnippschnapp. Halt. Yeah. Schnippeli, schnapp, Wolle ab. So. Okay, sehr schön. Macht nur so weiter. Da bin ich nämlich rucksfucks mit dem Schiff fertig irgendwann. Und er so schön frisst und nachwächst. Gut. Gebe mich erstmal damit zufrieden. Lass die erstmal in Ruhe ein bisschen noch grasen. Und dann machen wir oben erstmal kurz mit dem Schiffchen weiter. Das kommt hier mit rein, das Tammelfleisch. Boah. Und dann gehen wir mal darüber und bauen erstmal wieder ein bisschen was. Siehste, bevor ich dahin gehe, nehme ich mir aber noch eine Türe mit. Eine Tür. Hier ein bisschen ordnen. Ach, hier sind auch noch Stücke. Und wir könnten uns aber auch noch mal schnell zwei Türchen bauen. Achso, ne, warte mal, da waren noch E3 draußen, ne? Ja. Guck mal, da haben wir 4. Dann wieder hier rein. So, beim Schiff ist da nämlich noch was, was mir aufgefallen ist. Und abgesehen davon würde ich ganz gerne mal, wenn wir schon 4 Türen haben, eine hier in die Zauberei bauen, eine in die Schmiede und eine in das Zuckerrohrlager. So.